Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Lacht nicht zu viel, denn das viele Lachen tötet das Herz. Gehöre nicht zu denen, deren Leben nur aus Scherzen besteht. Zu viel Lachen und Scherzen lenkt von der Erinnerung an Allah subhanahu wa ta'ala ab. Umar ibn al-Khattab radiallahu an sagte: Wer zu viel lacht oder zu viel scherzt, verliert Respekt. Und wer immer eine bestimmte Tat wiederholt, wird für diese Tat bekannt werden. Das heißt, wenn du ein ehrlicher Mensch bist, dann wirst du unter den Menschen für deine Ehrlichkeit bekannt sein. Wenn du ein Betrüger bist, dann werden dich die Menschen als Betrüger wahrnehmen. Und wenn nur Scherze und Witze deine Lippen verlassen, dann wirst du bei den Menschen eben als Witzbold bekannt sein. Ein arabisches Sprichwort besagt, die Menge an Witzen sollte der Menge an Salz im Essen entsprechen. Wir erleben heute eine Zeit, in der jeder und alles geprankt wird. Und leider gibt es kein Limit. Muslime werden geprankt. Der Islam wird geprankt. Und umgekehrt wird über alles und jeden Witze gemacht. Unter dem Vorwand von Kunst oder Komödie wird nicht einmal beim Islam Halt gemacht. Das Traurige dabei ist, dass es nicht nur Nicht-Muslime sind, die sich an diesen Dingen beteiligen. Nein! In den sozialen Netzwerken kursieren immer mehr Beiträge von einigen, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Menschen zum Lachen zu bringen. Sie profilieren sich auf Kosten anderer oder auf Kosten des Islam. Und sie machen nicht Halt. Sie kennen keine Grenzen. Wenn du sie ermahnst, machen sie dich zum Opfer ihres vermeintlichen Humors unter dem Deckmantel von Satire und Comedy. Ja, Lachen kann etwas Schönes sein. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba haben auch gelacht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das Scherzen und Lachen nicht verboten. Jedoch hat er uns Grenzen gesetzt. Es gibt Menschen unter den Muslimen, sie machen sich über den Niqab lustig. Sie verwenden Wörter wie Ninja oder ähnliches. Einige machen Witze über jene Brüder, die ihre Hosen kürzen. Ist es bei dir zu Hause überschwemmt? Und lachen sich über sich selbst kaputt. Und sobald man ihnen einen Ratschlag oder eine Nasiha geben möchte, sagen diese Leute, mach nicht einen auf Hodja. Ihr seid wie Mullahs aus Afghanistan. Mach nicht auf Facebook Imam. Ist es das, was du aus diesen Worten verstanden hast? Oder ist dein Leben ein einziger Witz, sodass du mit denen nicht mehr klarkommst, die deine Witze nicht erwidern? Die wütend werden, wenn sie hören, wie du Witze über den Islam und über die Gläubigen machst. Mein Bruder, meine Schwester, weißt du denn nicht, dass ein Muslim zum Käfer werden kann, weil er falsche Scherze und Witze macht? Zayd ibn Salim berichtet, dass ein Mann während der Schlacht von Tabuk zu Auf ibn Malik Folgendes sagte: Ich habe noch nie solche merkwürdigen Menschen wie die Menschen des Koran gesehen. Sie haben große Bäuche, lügnerische Zungen und sind feige, wenn sie auf ihre Feinde treffen. Auf eine abwertende Art und Weise hat er sich über die Muslime lustig gemacht. Auf ibn Malik antwortete ihm: Du lügst und du bist ein Heuchler. Ich werde dem Gesandten Allahs davon berichten, was du gesagt hast. Sofort sagte der Mann: Es war nur Spaß, ich meine es nicht so. Auf ibn Malik macht sich sofort auf den Weg zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, um ihm davon zu berichten. Als er beim Propheten sallallahu alaihi wasallam ankam, fand er heraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala zeitgleich einen Vers offenbart hat. Und wenn du sie fragst, so werden sie gewiss sagen, wir plauderten nur und scherzten. Sprich, galt euer Spott etwa Allah und seinen Zeichen und seinem Gesandten? Versucht euch nicht zu entschuldigen, ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt. Als der Mann diese Verse hörte, versteckte er sich hinter dem Kamel des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte Allahs hat ihn nicht einmal angeschaut. Liebe Geschwister, es gehört zur Natur der Sache, dass man sich über bestimmte Dinge nicht lustig machen darf. Dazu gehört die Religion Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns sogar verboten, uns über falsche Götter lustig zu machen. Wenn dieses Verbot für falsche Götter gilt, dann gilt es doch erst recht für Allah und seinen Dien. Der Islam ist keine Plattform, die man für seine persönlichen Zwecke missbrauchen darf. Nur um andere zum Lachen zu bringen, um andere zu unterhalten oder um sich selbst zu profilieren.